Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sehe schon, ich bin beim Zwiebelschneiden. Nicht hacken, weil dann schmeckt er besser. Und was kann das bedeuten? Wir machen uns für die Silvester-Mitternachtshausen ein Rindsgulasch. Wie schon oft vor euch nachgefragt, werden wir das heute mal gemeinsam machen. Beilage dazu, aber er den Verknädel. Aber jetzt starten wir natürlich gleich mit dem Anrösten des Zwiebels. Und das seht ihr schon. Ich habe da eine Zwiebel und da das Fleisch. Beim Gulasch nimmt man immer ein bisschen ein durchzogenes. Schaut her. Klassisch ist eigentlich der Wortschinken. Aber natürlich, wenn das ein bisschen zu fett ist, da kann auch ein Rindernacken oder was auch immer, das lasst euch vom Metzger herrichten, der schneidet euch das. Und wichtig ist, nicht zu große Stücke. Da unterscheiden wir uns ein bisschen auch von den Wiener, die schneiden das alle gerne ein bisschen größer, doppelt so groß, wie wir uns haben. Weil da sagt man eigentlich, das klassische Gulasch sind 3 bis 4 Stück Fleisch am Teller. Aber ich mag es lieber kleiner, weil dann braucht man kein Messer. Mit Löffel und Gabel isst man Gulasch, was glaubst du, Mitternacht, was trunken habt ihr auch schon, nachher muss essen, ein bisschen einfacher gehen. Aber trotzdem, jetzt zurück zum Zwiebel. Da habe ich schon einen Töpfel, in das wir jetzt reingeben Öl. Nicht zu wenig, ohne Butter, ohne alles, ja, weil das soll uns ja nicht zerbrennen, nicht verbrennen. Und da drin wird jetzt der Zwiebel ganz langsam geröstet, goldgelb geröstet. Und das ist wirklich wichtig beim Gulasch, weil umso langsamer das Ganze vor sich geht, umso mehr Süße haben wir und umso schöner ist die Bindung dann vom Gulasch. Weil die Bindung im Gulasch bringt uns nur der Zwiebel, die Sämigkeit. Da braucht man kein Mehl. Hat mehrere Vorteile, wenn man kein Mehl dazu tut, aber das werde ich im Laufe dieses Kochvorgangs noch erklären. Beilage, meine Oma hat immer gemacht, Erdäpfelknödel. Die kann man jetzt zum Gulasch essen, da könnt ihr überhaupt essen, was wählt, sagst Nudeln, Polenta, nur ein Semmel, ein Pizzal, sag mal, bin's, ganz egal. Aber Erdäpfelknödel, sag ich, gut gemachte, sind Allrounder, passen überall dazu. Und Erdäpfel hat man ja gehabt, weil es nicht so teuer ist. Und ich habe mir das schon vorgekocht, wenn ihr da her schaut, gekochte Kartoffeln. Das sind jetzt sogar speckige, weil die einen herrlichen Geschmack haben. Und ich tue die jetzt nur reiben, schaut. Da reiben wir sie rein, nicht pressen. Da ist wichtig, mit der Schale vorkochen, dann kalt werden lassen und kalt reiben. Dann lasse der Teig am besten verarbeiten. Weil der Fehler ist oft, wenn die zu warm verarbeitet werden, das geht schon, aber dann muss man sie gleich weiter drehen, einkochen, weil sonst lässt das Ganze immer wieder ein bisschen Wasser. Schaut her, da immer rühren, ein bisschen weniger Hitze. Alles, was laut ist oder zu schnell ist, da nicht gut. Das muss eine schöne Farbe kriegen. Der Duft. Das ist ein natürliches Zwiebelpeeling. Deswegen schaut man dann so gut aus mit Kochen. Schaut, reibe ich die noch fertig. Und dann haben wir die Knödel im Nu fertig. Das geht jetzt ganz schnell. Die machen wir jetzt miteinander. Salz rein. Griffiges Mehl dazu. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Dann habe ich da Eier. Da werden wir uns jetzt nochmal die Schüssel da hinten holen. Gehen wir da rein, da brauchen wir für die Eier. Ich gebe jetzt auf die Menge, wenn ihr her schaut, gebe ich einmal ein voll Ei. Dann geben wir einen Dotter rein, das haben wir aufgehalten. Das Eiweiß kann man dann einmal nehmen, zu einer Suppe klären. Kann man alles machen. Momentan. Ja genau, zum Keksbacken, vollkommen richtig, Christopher. Du passt wie immer am besten auf, ne? Keksbacken. Jetzt schaut's her, wenn da ein bisschen ein Dotter innen ist, dann kriegt das Ganze halt eine schöne Farbe auch noch. Müssen wir da aufkochen, das kocht schon. Und da mischen wir uns das jetzt mit der Hand durch. Schaut's einer. Genau so ist der Knödel dann schon fertig. Das Ei gibt uns die Bindung. Man sieht schon, das ist ja nichts patzig, nichts gar nichts. Das ist genau ein bisschen Mehl, vielleicht geben wir noch. Da brauchen wir ein bisschen ein Gefühl halt. Das ist halt bei der Erdäpfelknödel. Das haben sie früher gekocht bei uns, die Omas und alle. Die haben nicht einmal eine Kochlehre gebraucht, die haben das nur gern getan und dann funktioniert das.
Schaut rein da, Christopher, zum Zwiebel. Jetzt mit der Hitze noch ein bisschen zurückgehen und wirklich das langsam, langsam. Weil der Zwiebel muss, der darf nicht verkrusten durch das Rösten, sondern schön langsam, dass er weich ist und schön vom Geschmack her. Schaut mal noch ein bisschen zurück und können uns da schon in dieses Wasser, wo wir ein bisschen Salz reingeben müssen, aber noch kein Salz hin, die Knödel eintragen. Dann nehmen wir die gleich von da raus und tragen uns die schon. Die sind natürlich ganz schön flaumig. Man muss mal schauen, dass man sie gleich reinfallen lässt. Schaut mal das an. Trage mit nassen Händen. Zack, zack, zack. Der Knödel, er darf nicht zu fest sein, gell? Weil wenn das zu fest ist, dann gefällt mir das dann nicht. Und was ist ein Zeichen, dass Kartoffelknödel bzw. Gnocchi, was auch immer aus Kartoffelteig gemacht wird, fertig ist, wenn es dann oben schwimmen. Jetzt geben wir nochmal Hitze und jetzt unterscheidet sich das unser Gulasch vom Gulasch, wo eigentlich viele oft kennen. Da kommt dann das Fleisch dazu, wird mitgeröstet. Wir machen ein Saftgulasch. Was heißt das? Saftgulasch. Da wird jetzt der ganze Fond gemacht. Sprich, kommt da dazu jetzt gehackter Knoblauch, den haben wir da. Den geben wir jetzt schon rein ein bisschen. Dann geben wir dazu ein Tomatenmark. Ja, ungefähr die Menge. Das lassen wir kurz mitrösten. Das muss nämlich ein bisschen ihren Geschmack preisgeben. Das jetzt ist der wichtigste Vorgang beim Gulasch. Genau jetzt, Christopher. Und jetzt gehen wir von der Hitze weg, so her, und geben das Paprikapulver dazu. Und da brauchen wir jetzt ungefähr diese Menge auf das, weil Gulasch ist natürlich, das rühren wir jetzt kurz unter, schaut, ganz kurz angehen lassen, ja, und aufgießen. Aufgießen mit dem Wasser, so wie wir es jetzt da haben. Gießen wir das auf, den muss ich ein bisschen zurückschalten da. Das soll nicht kochen wie die Wäsche. Und jetzt kochen wir das da auf. Jetzt haben wir da theoretisch diesen Gulasch-Geschmack schon drinnen, wo wir noch abschmecken mit ein bisschen Salz und Kümmelpulver. Und bei Gulasch reden wir dann immer von einer Teilwürzung. Das heißt, wir würzen es jetzt zur Hälfte, weil das Fleisch kommt jetzt dazu und dann kann man es noch nachschmecken. Weil wenn wir jetzt schon zu viel Geschmack drin haben, dann ist das natürlich nicht gut, weil wo zu salzig ist, dann kommt, das bringt man nicht mehr raus, dann muss man es verdünnen, dann stimmt die Konsistenz nicht mehr und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt geben wir so das Fleisch da rein. Das ist jetzt das Saftgulasch, weil wir das im Fond drinnen dünsten. Das Ganze dauert jetzt auf dieser Menge 1,5 bis 2 Stunden. Und dann sollte es fertig sein. Da muss man dann ein bisschen ein Gefühl haben, vielleicht noch mal ein bisschen Flüssigkeit nachgeben. Wir können da jetzt schon ein bisschen also eine Suppenwürze dazugeben. Wenn man will, man kann auch mit der Suppe aufgessen, aber genau so soll der Geschmack jetzt, beziehungsweise die Farbe sein. Ein bisschen gerebelter Majoran ein, zwischen die Finger, einrebeln. Und dann lassen wir das langsam kochen. Da das natürlich jetzt ein bisschen lang dauert, haben wir müssen was vorbereiten. Und das ist da. Das ist genau das gleiche Ansatz. Man sieht schon, durch diese 2 Stunden ist der ganze Zwiebel da drinnen schön verkocht. So, die sind jetzt da unten. Und genau so sollen die Knödel sein. Ein bisschen dauert er noch. Gehen wir jetzt zum Gulasch her. Das probieren wir jetzt einmal. Zum Niederknien ist das. Das ist das Paprikapulver und das muss ja alles richtig aufgehen da drinnen. Es ist genau gleich angesetzt von der Menge. Und man sieht halt, das ist jetzt quasi 2 Stunden schon schön gekocht. Und wichtig ist, der Glanz, was da oben ist, ne? Wenn jetzt das da so einer anricht. Ja? Schauen, das ist der Vorteil von Gulasch, wenn es einfach nicht zu groß geschnitten ist. Dann kann das da so einer. Das ist das Saftel. Da brauchst du nur einen Löffel, da brauchst du nichts anderes. Und eine Gabel. Und einen Toast. Einen Toast auch noch. Jetzt muss ich mal da den schnirschen. Die sind jetzt natürlich da
in der Hitze des Gefechts. Aber er soll, so schaut es halt, ein hausgemachter Schirnerknädel. Ich probiere jetzt einmal. Ich wünsche euch da gutes Gelingen. Esst es vor dem guten Rutsch oder nach einem guten Rutsch. Aber das Wichtigste ist, dass es schmeckt und dass du gesund bleibst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.